Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Mika Goes Hogwarts mit Baloui und mit Katze. Bombardio! Au! Wir sind im Zaubereiministerium und wurden von Todessern angegriffen. Ist das nicht schön? Die suchen nur Items, keine Sorge, die wollen gar nichts von uns, Miri. Wir können auch einfach gehen. Ach so, okay. Die suchen typischer nur Montag. Freilaufende Katzen. Ah. Das ist nämlich gefährlich. Die haben ansteckende Krankheit. Ja, das das ist aber natürlich Katzismus. Bombarda Mirium. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich glaube, es gibt nur einen Weg, oder? Guten Tag, sind hier Todesser? Wo seid ihr? Da vorne ist noch einer. Nein, okay, es gibt doch zwei. Wo sind wir denn hergekommen? Ja. Von hier. Okay. Ah, okay. Das wusste ich. Ist noch weit? Ich bin schon da. Was zum Geier ist das? Das sieht nicht gut aus. Das sieht nach einer Arena aus. Ja. Defeat three waves of enemy. Was ist das in der Mitte, wo da schneit? Ist das nicht das ist wie ein Orden des Königs, das Ding, wo... Ja, das ist der Whale, ich lauf halt direkt rein. Wo sind sie? Ich sehe niemand, oder? Was für ein Whale? Ich bin in den Whale gelaufen, ich bin halt direkt gestorben. Weil wie, das darf man nicht reinlaufen? Nee, das ist der Whale, das ist der Weg. Ich weiß, das ist auf Deutsch halt the Whale. Irgendwas haut mich. Ganz das ist der Bogen aus Order des Phönix. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ich weiß nur, dass es the Whale ist. Das ist die Übergangsschwelle zum Reich der Toten. Da, wo Sirius durchgefallen ist, als er gestorben ist und nie wieder zurückkam. Ah, warum läuft denn der da rein? Oh, der hat eine Menge dabei. Oh Mann, warum verfehlt man die denn die ganze Zeit? Das ist doch nicht normal. Kaninchen. Ja, ihr müsst halt mal ein bisschen trainieren mit dem Zielen und so. Ja, aber die hüpfen die ganze Zeit wie irre durch die Gegend. Ja, dann geh rückwärts und lass sie auf dich zukommen. Und dann sagst du, sie kommen direkt auf mich zu. Aber sie schießen auf mich. Sie kommen direkt. Au, au, au. Ah, er hat mich vergiftet. Mich auch. Drecks Todesser. Okay. Ich sehe nicht mal einen, by the way. Nee, sollte auch nur ein Dach, da ist einer. Hallo? So, das waren nicht alle. Hat er mich gerade vergiftet? Der hat mich gerade vergiftet. Ja, tun die. Das Gute ist, die sind One-Hit. Meins. Nee, Two-Hit. Ja. Bei mir sind wir die One-Hit. Einfach. Ihr habt einfach schlechtere Zauber. Oh, wir sind fertig. Warfe complete ist die erste Wave. Jetzt kommt Wave 2. Das heißt hier, wir sollen also in die Mitte rein. Wir können einfach in der Mitte stehen bleiben. Und dann könnt ihr hier immer Mana aufladen. Oh, das sind nicht Todesser. Nee, das sind diese komischen Geister. Irgendwer hat in den Chat geschrieben, in unseren... Au! In die Kommentare geschrieben, was das für Dinger sind. Was denn? Die greifen mich an, aua! Du sprichst mir die ganze Zeit in den Zauber, wie so ein Trollo. Du springst in meinen Zauber. Ich bin dir nicht in den Zauber. Ich renn ja weg und du willst mich töten. Ich merke da einen gewissen Zusammenhang. Geistio. Ich bin Mana Rio Lea. Oh. So. Einer hat in die Kommentare geschrieben, das wären Banshees. Ah. Nur um deinen Satz zu vollenden. Danke, das war ja meine Frage. Danke, dass du es mal hast. Ich wusste nicht mal, was da drin stand. Aber sind Banshees nicht normalerweise Kreigeister? Also weinende Geister, die rumschreien? Ja. Also du meinst dich. Also wenn hier einer heult, dann sehe ich da eher Blauli. Ich wollte nur den Loot aufheben. Blöder Todesser. Mein Loot. Ihr könnt gar nichts. Das ist so gemein. Ich sag das, Dumbledore. Das hab ich aber nur. Just for the Lulz habe ich den Loot geschaut. Oh, nochmal Loot. Den kannst du haben. Komm, greif Miri an. Ach, komm schon. Mehr Loot. Okay. Da ist noch einer, da ist noch einer. Da. Da, er hat einen Namen bekommen. Er heißt Items for Dings. Blauli, wenn du auf die Todesser genauso schießt wie auf mich, dann haben wir alle verloren. Wir sind sowieso alle verloren. Lustig hier. Oh, wo kommt denn der her? Freundchen, wo kommt ihr alle her? Lauf rückwärts, aber das sind überall Todesser. Du kannst ja auch linksklick einfach hauen. Sind wir nicht eigentlich Erstklässler? Nein, Drittklässler schon. So viel Spells. So viel Zauber, wie wir schon gelernt haben. Du bist safe nicht mehr Erstklässler. Wir können halt apparieren. Wir sind theoretisch schon 18. Ja. Ja, eigentlich schon. Wir sind gerade gealtert, ganz... Oh, Entschuldigung, Miri. Baloui! Es sind zu viele, ich gehe gleich drauf. Oh, dann lauf rückwärts. Ich kann nicht rückwärts laufen, weil von hinten kommen ja noch mehr. Dann läuft man rückwärts aber auch in einen rein. Ja, dann muss man halt ein bisschen mal in die Mitte laufen. Bombarda, also Bums! Jetzt. Ey, der kann durch den Whale durchlaufen, ey, das ist gecheatet.
Der könnte den Whale essen, dann wäre er wirklich ein Todesser. Au! Der war nicht One-Hit. Nee, hast recht. Manche sind aber One-Hit. Ja, das sind die, die ich schon angehittet habe. Ja, ja, klar. Hier gibt's auch keinen. Einer gibt's das? Noch. Oh nein, Leute! Ah, ich brauch den Heilzauber. Okay, doch nicht. Ist zu Ende. Ah. Ich brauch keinen Heilzauber. Keine Sorge, ich habe Verstärkung mitgebracht. Oh, ah, ja. Es scheint, als wenn ihr die Situation schon selber unter Kontrolle gebracht habt. Ja, ja. Welche Situation? Todesser? Ach, Blödsinn! Was steht das? Das ist doch Schwachsinn. Einer unserer Schüler hat aus was in die Wand gesprengt und jetzt wollt ihr das vertuschen. Und jetzt gehen sie einfach wieder. Hallo? Das war nicht hilfreich. Ich bin begeistert, Geier. Ja. Wir beide wissen, was hier passiert ist. Das Ministerium und Dumbledore sind zwar nicht immer gleicher Meinung, aber ich denke, es ist das Beste, wenn ihr losgeht und ihm das erzählt. Er wird das wissen wollen. Okay. Okay. Wiedersehen. Tschüss. Wir hatten noch gar nicht das Vergnügen, mit Dumbledore bisher zu reden. Stimmt, wir sind doch Erstklässler. Meinst du, jeder Erstklässler darf jemals mal mit Dumbledore reden? Dürfen nur die Coolen. Ja gut. Kommen wir denn da jetzt hin? Wir müssen zurück nach Hogwarts, über die Marauders-Map, oder? Mhm. Hogwarts. Oh nein, aber nein, da, wir müssen jetzt... In der Nähe von unserem, gegenüber unserem Raum. Ja, unser wir müssen jetzt zu uns... Genau. Bin ich jetzt in den Quests? Da wollte ich nicht hin. Gryffindor Common Room. Wir haben es ja schon gesehen. Ach, das ist ganz oben. Das ist ja praktisch. Hallo, ach, hier gibt es ja auch noch massig Quests. Hallo, FPS-Probleme. Schön, dass ihr da seid. Aber die hast wir nur müssen du. Jetzt erstmal Hogwarts laden. Ist doch ein kleines Schloss. Hogwarts ist kein Schloss. Hogwarts ist ein Bahnsteig. Ah, ich dachte eine Ruine. Bombarda Maxima. Nee. Miri geht gleich die Tür vor der Nase zu. Mist. Nein, bitte nicht. So, Miri, wer kann sich noch daran erinnern, wie man hier bei den Dingen reinkommt? Bombarda Maxima. Ah. Richtiger Spell, Miri. Sehr gut, sehr gut. Richtig gut gemacht. Ja. Ah, da ist ein Teleporting gewesen. Hallo. Sehr schön. Also sein Büro sah aber im Film kleiner aus. Aber der Kadabra. Er hat ein Denkarium. Ich nehme es. Oh, ich kann noch schwimmen. Dann kannst du endlich mal denken. Ha, 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 ha. Da ist der Vogel. Attacke. Meinst du, damit auf ihn das okay? Also ich habe das erste, was ich gemacht habe, war Avada Kedavra gesagt und auf ihn geschossen. So ein hübscher Vogel. Ja, und Dumbledore auch. Vögelchen. Ich bin jetzt Schulleiter. Hört auf mich. Hör auf, Dumbledore auszurauben. Die Regel Nummer 1 ist Mirio. Okay. Haltet euch daran. Okay, Mirio. Kannst du so die ganze Zeit Sachen, um Dumbledore auszurauben? Das finde ich nicht gut. Ja klar, der hat's verdient. Guten Tag. Wir erzählen ihm von den Todessern, oder lieber nicht. Wenn das stimmt, was du sagst, dann heißt das, dass die Supporter von Voldemort wieder anfangen, Unheil zu stiften. Warte mal, der Waldemar? Ja. Ja. Genau. Wir müssen schnell handeln. Und wie? Du hast dich in deiner Zeit in Hogwarts bewiesen. Cool. Wir waren hier schließlich 5 Minuten und sind eigentlich immer noch Erstklässler. Zumindest habe ich nichts anderes mitgekriegt. Okay. Ich vertraue dir das hier an. Vor vielen Jahren habe ich den Orden des Phönix gegründet. Eine Geheimorganisation, um gegen Lord Voldemort zu kämpfen. Okay. Du musst dort jetzt hin. Okay. Oh, Grimmel's Place oder was? Ja. Ja, ich wusste nicht, dass man da auch noch hingeht. Wie cool. Viel zu tun. Wir haben viel zu tun. Kommen wir da hin? Das ist eine gute Frage. Ist es nicht in London? Ja, wartet mal, wir müssen doch erstmal hier. Das ist ja wohl das Wichtigste, was wir hier gerade zu tun haben. Entschuldigung, ich wollte die Tür abschießen. Ich wollte die Tür öffnen, aber Blauli hat mich auch. Nein! Ja, Miri. Das war Blauli. Ich weiß gerade nicht mal, welches Spell dafür war. War es Auromora? Ja. Alkoven hieß der Zauber. Eingebrochen bei Dumbledore. Katze! Oh Mann, oh! Wo geht Katze hin? Was ist das hier? Wo sind wir?
Warum stehen hier überall Bücher? Katze will nur, dass es sein Schlafgemach ist. Oh, das ist Dumbledores Bett. Ja, ich wusste nicht, dass Dumbledore ein Bett hat. Ich dachte, er ist ein Zauberer. Ich wusste nicht, dass er schläft. Ich dachte, der lädt sich mit Batterien auf. Ja, ich auch. Pauli hat die Kiste gefunden. Jetzt bin ich traurig. Ich glaube, das Auto geht nicht an. Ah! Autsch. So, Reisen, wohin? Ja, aber wohin? Das ist ja, die Frage. Ja, nach London, oder? Ja. Ist er in London? Grimmel's Place? Ja. Niemand weiß, wo es ist. Also, Horadas Map! The Wizarding World. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass wir in... Wir könnten zum Troffenen Kessel oder zum Palat von 9 Dreiviertel oder... Und was bringt das? Ja, von da aus wird uns dann dieses Navi dahin leiten. Warte. Wie viel Geld habt ihr gerade? Ja. Ja, ich glaube quasi gar nichts mehr. 61. Ah, Baloo ist reicher als ich, gemein. Jetzt kommt einem 2000! Ja, eure Armut kotzt mich halt echt an. Also das ist wirklich nicht lustig. Es ist, ich habe 829 und ich kann auf jeden Fall noch Zeug verkaufen. Du hast was? Warum? Ja, er hat ja immer alles geklaut und nie geteilt. Ich habe gut gewirtschaftet. Also mit Sachen, die nicht mir gehören im Endeffekt, aber ich habe gut gewirtschaftet. Schade. Also für 1000 hätten wir uns einen Besen kaufen können, aber bringt nichts, wenn nur einer einen Besen hat. Würde ich sagen, Muggling World. Wir steigen alle auf den gleichen Besen. Dann würde ich sagen, Muggle World, King's Cross Station und von da aus latschen. Ja. Muss ja. Das hört sich nach Spaß an. Das hört sich nach sehr viel Spaß an. Das klingt wieder nach Wegfindungssimulator. Google Maps Simulator spielen wir wieder hier. Jupp, jupp. Wir müssen auf Miri warten. Komm, Miri. Jupp, jupp. Ich will nicht laufen. Stupify. Können wir nicht was anderes machen? Bombarder Bumsi-Bums. Was, wenn ich einfach hier stehen bleibe und ihr lauft schon mal vor? Stupify! Dann hast du den Port trotzdem nicht. Stupify! Das stimmt. Selber stupid. Stupid Five. Stupid Five. High Five. Das ist direkt hier vorne. Da ist es direkt gegenüber von King's Cross. Deswegen sieht das auch nie jemand. Ja. Können wir ein Fahrrad nehmen? Nein. Oh, das wäre so schön. Katze kann uns einfach allen einen Besen finanzieren. Ja, finde ich auch. Besen kostet 1000, Blauli McMauli. Ja, als trotzdem. Geschenk, kannst du dich einfach mal ein bisschen anstrengen. Hey Leute, das ist richtig. Was? Wir sind hier in der Straße richtig. Das ist schon die Grimmett Place. Ja, siehst du? Dodge it! Das ist Dodge Simulator. Ist noch weit. Au! Du hast verloren. Ah, Miri hat auch verloren. Miri hat zweimal verloren im Übrigen. Ja, aber ich hab dich abgeschossen. Aua, nicht, ey, brauch nicht bald auf mich schießen. Das klingt nicht so ganz fair irgendwie. Hallo! Du bist so schlecht im Zielen. Ja. So schön hier. Oh, so schön. Aua. wir könnten in den Park gehen. Sollen wir in den Park gehen? Der ist bestimmt schön drin. Ja, durch den Park. Akio. Ist das der Central Park in New York? Ja, der Akio Central Park T-Rex. In London. Da hast du schon recht. Ich verstehe auch gar nicht, warum Zauberer könnten so viel gute archäologische Arbeit leisten. Akio T-Rex und die Sache ist geregelt. Also, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hallo. Ihr habt einen anderen Ausgang gefunden. Fies. Oh lol. Ja, stimmt. Das sieht aus, als wäre da unten was. Looten. Guten Tag, wohnt hier einer? Looten. Ich rede einfach mit dem. Hä? Was möchtest du? Ich bin hier für den Orden des Phönix. Das ist im Übrigen Mandanges Fletcher. Okay, wer hat dir davon erzählt? Los, sag mir, wie ich da reinkomme. Was? Ich brauche nicht so Leute wie dich. Was? Aber Dumbledore hat das gesagt. Avada Kedavra. Nun, das ist etwas anderes. Warum sollte er euch da hinschicken? Ich habe wichtige Informationen für den Orden des Phönix. Okay, na gut.
Ich hoffe, du hörst bestimmt auf, mir auf die Nerven zu gehen, wenn ich die reinlasse. Dumbledore hat dich gesendet, sagst du? Nun gut. Alter, diese Bleeding Arrow, was zum Geier? Keine Ahnung, was das heißt. Die haben Akzent da reingeschrieben. Ist egal, er lässt mich, das, ja. Veraverta. Das ist mir zu kompliziertes Englisch mit Akzent schreiben. Das verstehe ich nicht. Oh, lol. Ich kann ihn einfach bestechen. Ja, man muss sagen, damit hat ich gesendet. Aber ich bin nicht Katze, ich habe nicht so viel Geld. Wie viel will er denn? 30. Nein, ja. Das ist ja... Man muss ja reich bleiben, das ist ja das Schwierige dabei. Ja. Ach so, ah. Ja gut, das habe ich natürlich nicht verstanden. Gruselig ist es hier. Mhm. Ich kann Katzen Namen draußen sehen, gruselig. Was kannst du sehen? Jetzt fährt das auseinander. Draußen cool. Vor der Tür. Das sieht so geil aus, ne? Guten Tag. Hallo. Ich bin noch nicht da, ich habe noch die Sequenz. Oh. Cool. Ja, eine Truhe nur für mich. Veraverta. Du darfst den Orden nicht auseinandernehmen. Ausrauben. Auseinandernehmen. Oh, das war Papatronus, schön. Das wollte ich nicht. Papatronus? Leute, wir sind da, aber ich glaube, wir sind noch am Ende. Ich glaube, wir beenden hier die heutige Geschichte. Folge. Wenn ihr wissen wollt, was hier Wichtiges passiert, schaltet morgen zur nächsten Folge wieder ein. Bis dann, macht es gut und Mirio. Bleibt schon feurig.